Schön, dass du es gut an allen. Ich freue mich, hier zu sein und zum ersten Mal an einem Hanfkongress teilnehmen zu dürfen. In Brasilien ist das Thema sehr umstritten. Ich bin ja aber Südbrasilianer. Ich wohne an der Grenze zu Uruguay. Dort sieht es eher anders aus. Wir sind dabei, eine neue Universität aufzubauen, die vielleicht einmalig für ganz Lateinamerika ist. Sie können vielleicht sehen, ob es nicht vielleicht einmalig auch für Europa sein könnte, eine Universität aufzubauen, die wir uns als Bauernuniversität wünschen. Es waren die Landlosen von Via Campesina. Es war die ländliche Frauenbewegung, MMC. Es waren die Bauern, die betroffen waren von großen Staudämmen. Es waren die Indianervölker Guaranis und Kainganges, Cheta und Charuas. Charuas sind dann in Uruguay, aber auch an der Grenze zu uns, fast ausgestorben. Es waren die Quilombolas, das sind die Gemeinschaften der geflüchteten Sklaven aus der Kolonialzeit Portugals. Es waren die Kleinbauern der Region, die seit 40 Jahren dafür kämpfen, dass in dieser Ecke Brasiliens, an der Grenze zu Argentinien, eine staatliche, öffentliche Universität aufgebaut wird. Das allein ist schon eine riesige Leistung, denn hier an der Küste finden die brasilianische staatliche Universität statt. Hier ist Florianópolis, ganz an der Ecke da. 500 Kilometer nach Westen sind wir. Chapecó ist inzwischen bekannt geworden. Es ist die Stadt, wo eine Fußballmannschaft in Kolumbien abgestürzt ist. Also Chapecoense ist da schon mal bekannt. Das Wort Chapecó stammt aus dem alten Caigangue. Es ist ein Indianergebiet, inzwischen aber sehr bekannt für die Massenflügel, Schlachterei sowie Sadia, Aurora, Seara. Diese Region ist für die kleinbäuerlich strukturierte Landwirtschaft Brasiliens bekannt. Sie sehen hier jetzt 6 Campi in einer Region, die so groß ist wie Deutschland. Ich könnte es mir vorstellen, hier es zu vergleichen. Wir haben hier die Hauptstadt in Chapecó, wo das Rektorat ist. Hier etwas zu groß. Da würde es sein wie Kassel, ein Campus in Kiel, ein Campus in Bremen, hier unten Stuttgart, München und Frankfurt. So wird es aussehen, wenn man das auf der deutschen Karte sagen würde. Also von Süden nach Norden. Cerro Largo, das ist jetzt ganz südlich hier, da haben wir eine Stadt mit 12.000 Einwohnern. Da haben wir einen öffentlichen Ort, also ein Campus der öffentlichen Universität. Der kleinste Ort überhaupt für eine staatliche Universität in Brasilien, an der Grenze zu Argentinien, hier ist 50 Kilometer. Dann 150 Kilometer weiter haben wir die Stadt Posadas, mit der wir sehr kooperieren. Das ist auch die Hochburg der Kleinbauern, das ärmste Gebiet Argentiniens, den Nordwesten Argentiniens. Und dann gibt es einen Fluss, Paraná, und dann sind wir schon in der Hauptstadt von Itapúa, in Encarnación, Paraguay. Das war ja früher das ganze Gebiet der Indianer Guaranis.
das zerstört wurde durch die Herrschaft von England auf Lateinamerika, und dann war Brasilien und Argentinien an dem berühmten Paraguay-Krieg beteiligt. So, da sind diese Völker zerstört worden. Wir bauen wieder auf. Wir sind wieder davon begeistert, dass es doch auch geht, Indianern an Universitäten zu haben. Wir sind die erste südbrasilianische Universität mit so vielen Indianern in Indianerreservaten, obwohl die Guaranis das ja nicht so haben, weil die sind eher Nomaden. Die suchen immer noch nach dem Feld, auch nach dem Land, wo es kein Bösen gibt. In busca da terra sem males. Diese Region ist auch ausgezeichnet dafür, weil hier die Landlosenbewegung Brasiliens gegründet wurde. Die berühmte MST, die wichtigste soziale Bewegung Lateinamerikas. Und hier haben wir den Campus Laranjeiras do Sul, ganz da oben, entfernt 10 Stunden Autofahrt von Cerro Largo. Laranjeiras do Sul ist die zweitärmste Region Paranás. Da oben, wer sich in Paraná auskennt, sind die Wasserfälle ganz da oben. So, hier nochmal ein paar Stunden Autofahrt bis Laranjeiras do Sul. Diese Region hier von Paraná ist bekannt für die größten Landkonflikte der Zeit. Hier werden Bauern erschossen, ermordet, verfolgt. Dort haben wir einen Campus aufgebaut. Das ist der erste Campus auf einer Ansiedlung der MST. Ich sage immer, das ist der erste, es ist aber auch noch der einzigste. 42 Studiengänge, 26 Spezialisierungen, 24 Masterprogramme, 2 interinstitutionelle Promotionsstudiengänge. Nur 2, weil unsere Professoren sehr jung sind. Nach dem brasilianischen Gesetz muss man da 5 betreut haben. Und die Jungen haben gerade erst die Promotion abgeschlossen. Ich bin vielleicht auch der jüngste Vizerektor Brasiliens. Jetzt gewählt. 40 Spezialisierungen im Rahmen der Fachmedizin. Ein sehr großer Schwerpunkt ist hier Gesundheit. Und so sind wir auch bekannt dafür, dass wir den ersten Studiengang der Medizin aufgebaut haben im Rahmen des sogenannten Projektes von der ehemaligen Präsidentin, die abgesetzt wurde durch einen Putsch. Einen judikativen und einen juristischen und einen parlamentarischen Putsch. Im Rahmen dieser Regierung hatte man den ersten Programm der Erweiterung der medizinischen Fakultäten aufgebaut, nämlich mehr Ärzte hieß dieses Programm. Und wir haben den ersten Studiengang Medizin hier eingerichtet, der sehr stark auf Ernährung basiert. Das heißt, Ernährung ist zuständig für die meisten Krankheiten der Zeit. So verbinden wir auch Medizin mit Landwirtschaft. Und alle unsere landwirtschaftlichen Studiengänge sind auf Agrarökologie basiert. Denn wir gehen davon aus, wir werden in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr die Chance haben, mit chemischer Düngung zu arbeiten. Das wird es nicht mehr geben. Wir werden auch nicht mehr mit Pestiziden arbeiten können. Wir sind Weltmeister beim Herbizidverbrauch weltweit. Also das sind schon mal 2 große Ansatzpunkte, wie man anders Gesundheitswesen aufbaut, auch mit der Bildung. Da sind wir auch sehr stark beschäftigt, Lehrer auszubilden, die für die Schulen auf dem Land sehr wichtig sind. Auf Indianerreservaten, auf Ansiedlungen der Landlosenbewegung, die Schulen der Kleinbauern. Wir sind auch die erste Universität, die 90% der Studienplätze für die Studierenden hat, die aus öffentlichen, staatlichen Grundschulen und Sekundarschulen kommen. In Brasilien ist die Universitätslandschaft sehr elitär geprägt.
Es sind 85% der Studierenden aus den privaten Schulen auf den staatlichen Universitäten. Die schaffen es wiederum, privat ihre Grundschule und Sekundarschule zu machen und dann noch einen Vorbereitungskurs für die Universität privat zu zahlen, um eine Prüfung zu bestehen, die von den Professoren der staatlichen Universität formuliert wird. Wir haben das umgedreht, sodass bei uns über 90% auf staatlichen, öffentlichen Schulen kommen. Wir könnten hier von einer Bauernquote sprechen. Es sind die Töchter und Söhne des Volkes auf dem Land, die ja in dieser Region eine Universität wollten. Es sind aber nicht nur Bewegungen, die jetzt dafür gekämpft haben, eine Universität erreicht zu haben. Die 11. neueste Universität Brasiliens. Es sind auch Bauern in unserem Universitätsrat drin, die entscheiden. Wir haben auch eine permanente Konferenz mit 6000 Menschen, die bestimmen, in welche Richtung diese Universität geht. Also es ist eine auf Zivilgesellschaft basierte Universität. Auch ein Viertel der Stimmen für den Rektor, Vizerektor und alle Direktoren kommen aus der Zivilgesellschaft. Das ist einmalig, denn nach brasilianischer Gesetzgebung sind 70% der Stimmen bei den Professoren. Dann sieht man auch schon mal, wie konfliktreich und widersprüchlich das alles aufgebaut wurde. Und einmalig für Brasilien in einer Situation, die es uns ermöglicht, nicht nur zu widerstehen, sondern auch einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben da derzeit 758 Dozentinnen, 690 Mitarbeiterinnen und 43 Praktikantinnen. Ich würde gerne mehr Praktikanten aus dem Ausland haben, deswegen sind wir auch hier, um Werbung zu machen, damit mehr Leute aus Europa zu uns kommen und dass auch Studierende aus dieser Universität vielleicht hier sind, sowie auch die Professoren. Denn wir bauen ja gerade erst die Forschungsprojekte auf und die sogenannte internationale Kooperation, die uns stärken wird. Diese Professoren sind 100% mit staatlichen Geldern gezahlt. Wir haben da keine Drittmittelgelder. Es gibt auch keine Kooperation mit Firmen oder Konzernen, wie es so üblich ist weltweit, dass die Wissenschaft privat gesteuert wird. Für die nächsten 35 Jahre, bis die Professoren zur Rente gehen. Das heißt, 150 Millionen Reais. 3,5, 3,6 Reais ist ein Euro wert heute, kann man nochmal umrechnen, wie viel hier ausgegeben wird mit öffentlichen Geldern, damit diese Professoren nicht abhängig sind von der Chemieindustrie oder von der Medikamentenindustrie, das ja eigentlich zusammenhängt. Campus Chapecó ist hier das größte Gebäude, da ist auch das Rektorat, da haben wir ähnliche Strukturen auf jedem Campus. Hier ein paar Bilder vom Campus Cerro Largo, der eigentlich 400 Kilometer südlich von Chapecó liegt, am entferntesten überhaupt. Hier haben wir alle Gebäude fertig. Campus Erechim, hier haben wir den Wissenschaftler des Jahres erreicht, mit einem schönen Projekt des biologischen Bauen. Was ganz Neues für Brasilien, also eine Architektur, die sich eher an die Natur anpasst als umgekehrt. Campus Laranjeiras do Sul ist der berühmte Campus auf einem Indianer- und landlosen Gebiet. Das größte Indianerreservat und Hochburg der landlosen Bewegung. Hier hinten sieht man, wie viel Urwald da auch ist. 262 Hektar Urwald. Alle Insekten, alle möglichen Pflanzen des noch existierenden Regenwaldes Brasiliens. Das gehört zur Universität. Und noch 100 Hektar zum Bebauen und
erforschen, obwohl diese Wald ja auch zur Erforschung dienen kann, aber eher konservierter. Diese 100 Hektar und auch diese 262 Hektar, die dazukommen, die bei jedem Campus als 100 Hektar zu sehen sind, sind gentechnikfrei und pestizidfrei. Durch eine Entscheidung des Universitätsrates. Hier wird noch nicht mal mit Pestiziden geforscht, um zu vergleichen. Das machen wir. Das machen wir in anderen Orten, wo es so üblich ist. Da gibt es genügend Ländereien, die schon kontaminiert sind. Unsere eigenen Forschungsstellen sind für Agrarökologie gedacht. Agrarökologie, erneuerbare Energien, Bildung von Lehrern für die Schulen auf dem Land, erneuerbare Energien, Menschenrechte. Und vielleicht ganz wichtig, das hatte ich gestern gar nicht so stark bei Casa do Brasil gesagt, Genossenschaftswesen war ja auch mein spezielles Thema früher. Solidarwirtschaft. Das heißt, dass wir die Zivilgesellschaft als wichtigstes politisches Element sehen, auch um Druck gegen Regierungen schaffen zu können. Wir haben da viele Genossenschaften, die dafür sorgen, dass die Landlosenbewegung, aber auch die Kleinbauern sogar für unsere Einrichtung. Hier haben wir die Mensas, wie viele Mahlzeiten hier angeboten werden. Also wir kaufen selbst die Produktion von den kleinen Bauerngenossenschaften auf. Kann man mal sehen, wie viel hier täglich notwendig ist an Produkten. Nach dem neuen brasilianischen Schulspeisgesetz, noch von der vorherigen Regierung, sind alle Schulen im Lande dazu verpflichtet, mindestens 30% von den Bauern vor Ort zu kaufen. Auch alle staatlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser, sogar das Militär oder auch Universitäten wie wir. Wir kaufen hier natürlich nicht nur 30%, wie das Gesetz es vorsieht, als mindestens. Wir kaufen hier 80% vor Ort. Und wir sind jetzt dabei, 30% auf Bio umzustellen. Auch ganz neu. Wir bieten derzeit sogar ein Vegetarier-Menü an und wir kommen auch zum Veganer-Menü, ist schon geplant. Es geht uns darum, hier auch gesunde Nahrung anzubieten. Die Ernährungswissenschaftler, das ist ja auch ein Gebiet dieser 42 Studiengänge, die machen aus dieser Mensa, es gibt 5 davon, und hier kann man 2500 Mahlzeiten servieren. Das ist immer noch untergenutzt, also man könnte hier viel mehr Mahlzeiten haben. Wir haben auch noch nicht alle Studierenden da, die kommen könnten. Wir sind ja noch nicht fertig, wir sind erst 8 Jahre alt. Und dieses Gebäude ist dann auch anders gebaut, was die Energie betrifft, was Wassersparungen, Einsparungen betrifft. Und ganz besonders, was jetzt den Zusammenhang betrifft zwischen unserer Forschungsstelle, die dann auch Lebensmittel produzieren, dass die Studierenden sich in Genossenschaften organisieren, damit das, was wir auf den Forschungsstellen produzieren, in die Mensas hineinkommt. Das ist eine sehr komplexe Organisation, wodurch wir auch die Studentenbewegung stärken können. Also alle Bewegungen vor Ort werden durch diese Universität gestärkt. Und deshalb haben wir die Universität auch hier und auf die Schwerpunkte gerichtet, die eigentlich die fortschrittlichste Brasiliens sind. Hier unsere Forschungsanstalten und die Forschungsfelder. Ich sagte ja schon, alles gentechnikfrei. Da gibt es viel Beikraut, es gibt hier Fruchtfolge. Tierklinik, das ist uns auch ganz wichtig. Es geht nicht nur um die Gesundheit für Menschen, sondern auch die Gesundheit der Tiere. Hier haben wir gerade einen Preis bekommen. Das ist die beste Tierklinik Brasiliens. In 8 Jahren.
von der bebauten Fläche immer noch nicht so groß, aber wir haben es vorher hier von der bebauten Fläche gesehen, die größte Tierklinik Lateinamerikas aufzubauen. An der Grenze zu Argentinien, mit den Kooperationen mit den Universitäten auch in Paraguay und Argentinien. Hier sind drei Baustellen, die nicht fertig wurden, und jetzt haben wir mit diesem Problem zu tun, dass in Brasilien gekürzt wird. Hier sieht man unser Budget, die Gelder gehen zurück. Es zeigt aber auch, wir hatten die Chance, 2011, 2012, 2013 und 2015 die Gelegenheit zu nutzen, eine neue Universität aufzubauen, die heute gesehen sehr unwahrscheinlich war. Nach dem schönen Zitat der ehemaligen Präsidentin Dilma Rousseff, die vor kurzem bei uns war, das noch gar nicht kannte, sagte sie zusammengefasst: Das ist die Universität, die gar nicht erwartet war, gar nicht gewünscht war. Es gab einen Bildungsminister, der dagegen war, aber die erfolgreichste ist. Und erfolgreich nicht nur, weil wir da die schönsten Gebäude haben, weil wir die besten Labors Brasiliens haben, weil wir da vielleicht die beste Struktur an Forschung aufgebaut haben, die beste Bedingungen zur Forschung haben, aber ganz wichtig, diese Struktur ist für die Menschen gedacht, die noch nie eine Chance zur Hochschule hatten. Heißt zum Beispiel, dass 87% unserer Studierenden die erste Generation der Familie ist, die Hochschulzugang hat. Man muss sich mal vorstellen, was heißt das in Brasilien für eine Bevölkerung, die 210 Millionen ausmacht. Wir haben 59 staatliche Universitäten. Wir haben 15% der Jugendlichen zwischen 18 und 24 Jahren. Das ist so für das brasilianische Bildungsministerium die ideale Zeit, die optimale Zeit zur Hochschule. Nur 15% der Jugendlichen zwischen 18 und 24 Jahren haben einen Hochschulzugang. Es mag wenig sein, zu sein, aber es war 10% vor 10 Jahren. Und es würde vielleicht 20%, wenn es nicht diese Kürzungen jetzt geben würde. Kürzungen, die ja auch nur so dastehen, weil es war vorgesehen, dass 75% der Lizenzgebühren des gefundenen Öls von Petrobras in Rio de Janeiro, Pré-Sal, dafür dienen sollte, für die nächsten 20 Jahre, damit wir im Jahr 2020 so ähnlich wie Paraguay aussehen würden, was Hochschulbildung betrifft. Nicht zu vergleichen mit Argentinien oder Chile, die viel weiter voran sind. Also Brasilien ist da sehr rückständig, sehr elitär geprägt, was die Hochschulbildung angeht. Und jetzt sind wir das Beispiel einer Universität, die das Bild ganz anders umdreht und für die ärmsten Schichten Brasiliens nicht nur eine Struktur anbieten kann, die die beste, gemessen an Labors und Infrastruktur und jungen Forscher, die da sind, sondern auch die Hälfte unserer Studierenden bekommen noch ein Stipendium dazu. Alle Studierenden, die beweisen, dass sie weniger als ein 1,5 Mindestlohn pro Kopf in der Familie haben, bekommen ein Stipendium, damit sie unterstützt werden bei Transportkosten, denn die müssen ja von den Orten in der Gegend zur Uni kommen, dass sie da wohnen können, für die, die in diesen Städten wohnen, wo die Universität aufgebaut wurde, und plötzlich werden dann auch die Mietepreise höher, weil da so viele Leute hinkommen auf einmal.
Und auch bei der Nahrung. Wir bieten den Studierenden ein Menü an, das geprüft durch unsere eigenen Ernährungswissenschaftler das Beste ist, was wir derzeit anbieten können. An höchster Qualität. Das kostet uns aber. Es kostet uns ungefähr 13,4 Reais jeder Mahlzeit. Dafür zahlt die Uni drauf, damit ein Student nur 2 Reais und 50 Cent zahlt. Das ist weniger als 1 Euro. Damit die das zahlen können, bekommen sie dann noch Stipendien. Also sie essen hier kostenlos. Sie bekommen die beste Infrastruktur. Sie sollten die ganze Zeit an der Uni verbringen. Und wir wünschen uns das auch von den Professoren und Angestellten, dass sie diese Struktur nutzen, damit es uns allen eher besser geht, eine Insel fast, was die Ernährung in der Region so betrifft. Hier haben wir ein sehr tolles Projekt, das ist gerade das, was gestrichen wird von der derzeitigen Regierung. Das ist die Stärkung der Schulen und sozialen Bewegungen auf dem Land. Ich würde es hier auch einmalig jetzt so ausdrücken, es geht auch um die Stärkung der internationalen Solidarität. Wir setzen ja sehr stark auf Solidarwirtschaft. Das heißt, dass wir Strukturen vor Ort schaffen müssen, damit Konsumenten und Produzenten zusammenkommen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir nicht nur global denken und lokal handeln. Also wir müssen auch lokal denken und global handeln. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung der Zeit, denn alles, was wir hier vor Ort als Erfahrung haben, vielleicht ein gutes Beispiel ist für andere Teile der Welt, dass man das auch in irgendeinem Teil der Welt aufbaut. Ich habe da eine Erfahrung aus Ägypten, ich habe Erfahrungen aus Indien. Es gibt da Erfahrungen weltweit, die auch sowas tun. Aber es gibt auch in diesen traditionellen Universitäten Anknüpfpunkte, mit denen man was anfangen kann. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich mit Kassel-Witzenhausen in Deutschland eine Kooperation unterschreiben werde, hoffentlich demnächst. Wir haben da einen Termin am 26. und 25. November. Dass an der Universität in Bonn ein Zentrum für Agrarökologie eingerichtet wurde, das mit uns kooperieren möchte. Und dass auch hier in Bayern, in Triesdorf, an der Hochschule Weihenstephan, es Professoren gibt, die sich für dieses Modell interessieren, auch wenn es eher darum geht, einen Austausch aufzubauen und gemeinsam zu lernen. Es ist uns aber auch wichtig, dass hier Regierungen es anerkennen, dass es sowas gibt, dass die internationale Zusammenarbeit zu Brasilien wieder auf die Idee kommt, entwicklungspolitisch hier was zu tun. Denn in den letzten 12 Jahren hat man irgendwie ein anderes Bild Brasiliens gehabt. Ein Land, das ja den Hunger bekämpft hat, ein Land, das sehr stark für Menschenrechte eingetreten ist, ein Land, das vielen Problemen, die in der Vergangenheit Brasiliens so stark auch in Regierungen verankert waren, versucht hat zu überwinden. Das alles ist jetzt anders. Wir sind wieder zurück in den 50er, 60er oder 90er Jahren gelandet. Wer sich das gerne anschauen würde, politisch, würde ich auf einen schönen Film von Arte darauf hinweisen. Brasilien, ein großer Schritt zurück bei Arte. Diese Situation, die wir jetzt haben, ist wieder das, was wir schon kannten. Die Regierung setzt stark auf Agrarexporte, sie setzt stark auf Konzernen, die zum Beispiel wie Shell
das Ölkonzern Petrobras und alle diese Reserven, die wir durch das Ölpressal in die Gesundheit und Bildung hätten investieren können, jetzt verschenkt an Shell abgegeben wurde, sodass es weltweit das Spiel ist, das wir schon kennen. In Brasilien braucht man aber keinen Krieg führen, um das zu haben. Die Bevölkerung hat es akzeptiert. Die Stärkung der Schulen und sozialen Bewegungen auf dem Land heißt auch, die Bevölkerungsschichten zu stärken, die für den Widerstand in Brasilien wichtig sind. Nicht nur für den Widerstand, sondern auch für die fortschrittlichsten Initiativen. Wir sind in der Lage, jetzt da auf Ansiedlungen der MSD Biomilch zu produzieren, Biokaffee zu produzieren, Bioprodukte aller Art zu produzieren, anstatt Soja, anstatt diese großen Monokulturen, die unverarbeitet als Commodities oder als Rohstoffe immer Brasilien in diese Unterentwicklung gebracht haben. Es ist das Fortschrittlichste, was wir in der Landwirtschaft tun können. Und dann noch das Fortschrittlichste, was wir auch im Gesundheitswesen jetzt tun, damit das alles zusammenkommt. Also Gesundheitswesen, Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Bildung. Das sind jetzt 5 Bereiche, die sehr stark für diese Uni da zur Verfügung stehen, die auch entschieden wurden durch diese großen Konferenzen, die wir in der Vergangenheit hatten. Hier ein paar Bilder mit dem Kontext Brasiliens. Das Ziel der Förderung der agrarökologischen Produktion und Stärkung der Ernährungssouveränität ländlicher Gemeinden. Das Bild habe ich dann dem Thomas Hager zu verdanken, der aus diesem Ort stammt. Und der, so etwa wie Sebastião Salgado ist ein berühmter Künstler, Fotograf, für die Landlosenbewegung entscheidend war, weil seine Bilder weltweit dokumentieren, wie es dramatisch auf dem Land mit der Gewalt zu sehen ist. Thomas Hager hat bei uns eine Ausstellung gemacht. Die Ausstellung ist jetzt in der Bibliothek. Also diese Bilder werden dort bei uns verewigt. Und auch in den Büros des Rektorats. Und das war eine Ausstellung, die auf jeden Campus gegangen ist, mit der schönen Botschaft: Ich sehe was du nicht siehst. So. Thomas war zweimal bei uns, einmal auch mit der Rose Reinder, die war auch jetzt dreimal bei uns. Ich möchte hier mich auch ganz herzlich bei der Christiane Wüst bedanken, denn mit ihr hatte ich ja in Genf die Anklage der damaligen Regierung von Lula, die die fortschrittlichste aller Zeiten war. Wir haben die Regierung angeklagt wegen der Indianerpolitik, die sehr schlecht war, und die Umweltpolitik, die sehr stark es verhindert hat, dass man den Menschen vor Ort es ermöglicht, dass sie sich selbst ernähren können. Also das Recht auf gesunde Nahrung und auf eine gesunde Umwelt. Und so hat die Christiane Lüst mich ja gefragt, was können wir tun, um euch zu helfen. Und dann hatten wir vereinbart, ich komme mal nach Europa und wir erzählen, was da so los ist. Heute habe ich diese traurige Geschichte hier gar nicht zu erzählen. Ich habe nur auf einen Film hingewiesen, für die, die sich dafür interessieren, denn ich habe euer Kongress von diesem Leiden erspart. Ich habe hier nur Hoffnung gebracht. Hoffnung für ein Land, das eine Bevölkerung hat,
das trotzdem aller Leid und Traurigkeit immer noch lächelt. Immer noch sieht, dass es weitergehen kann. Und dass man diese Menschen hier vor Ort mit Bildung so unterstützen kann, dass sie in der Lage sind, nicht nur sich selbst zu ernähren, sondern auch mobilisiert zu werden für eine andere Gesellschaft. Eine andere Gesellschaft, die möglich ist. Ich nehme hier mal das schöne Motto des Weltsozialfonds, das bei uns entstanden ist im Jahr 2001. Oder ich nehme mal das Schöne von Ernst Bloch mit dem Prinzip Hoffnung. Also sie sind in der Lage, eine Gesellschaft zu antizipieren im Gedanken, die konkret möglich sein kann. Vielleicht ist das das Wiederbeleben oder wieder zu erfahren, was früher die Griechen mit dem schönen Wort Utopie meinten. Es ist das, was noch nicht ist, aber sein werden kann. Und das müssen wir ja tun, sonst wird die Welt uns keine Chance mehr geben, wenn wir die Ressourcen so zerstören, die es uns ermöglichen zu leben. Dass auch die Natur verstanden werden muss, dass es keine Schädlinge gibt, dass es keine bösen Pflanzen gibt, die man verbieten muss, dass es in der Natur alles gibt. Und dass wir Wissenschaftler von der Natur lernen sollen und nicht so einfach ausprobieren und versuchen, die Natur an uns anzupassen. Er sagt es auch so schön mal der Goethe, man sollte nicht mit der Natur so herumspielen, denn sie reagiert immer. Das wissen die meisten Wissenschaftler aber nicht so. Und das ist genau das, was wir hier auch tun wollen, damit die Wissenschaft es begreift, was viele Bauern schon wissen. Bei den Bauern ist es aber eher Weisheit. Es ist nicht immer wissenschaftlich. Sie wissen, wie es funktioniert. Sie können es aber nicht genau erklären, warum. Und das habe ich so schön bei einem Bauer, Georg Plantaler und der Gertraud, gelernt. Die Rose war dabei. Mit dem schönen Film, weil euch irgendwie zusammenhängt. Ich sagte der Gertraud, die ja Bundesvorsitzende der ADL war, dass für mich dabei das Wichtigste mit dem irgendwie ist. Dass Wissenschaftler nicht so arrogant sein sollten und gleichzeitig so ignorant. Weil dieses Fachorientierte oder Fachidiotische dazu führt, dass die Zusammenhänge nicht mehr verstanden werden. Und deshalb es Menschen gibt, die so arrogant sind, weil sie glauben, sie wissen alles über fast nichts. Auf der anderen Seite ist es immer wiederum wichtig zu wissen, dass man vielleicht doch fast nichts über fast alles wissen soll. Deswegen bin ich ja zum Philosophiebereich übergangen, nachdem ich Agrarwissenschaften studiert hatte, mit dem Wunsch, vielleicht irgendwann mal Agrarphilosoph sein. Geht aber nicht in diese konservativ geprägte Unilandschaft. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeit zu fragen, wie es irgendwie zusammenhängt. Und das ist die entscheidendste Frage der Wissenschaft und der Bildung. Wir haben uns dafür entschieden, eine neue Universität zu gründen. Eine ganz neue.
mit ganz neuen Schwerpunkten, mit ganz neuen Wissenschaftlern, mit ganz neuen Studierenden. Und genau die, die nicht da sein würden, hätten wir es nicht so aufgebaut, dass sie da eine Chance haben. Also ich setze Wert darauf, auf das, was Herbert Marcuse schrieb. Es werden nicht die gut ernährten oder satt gegessenen Proletarier in London, Paris und Berlin sein, die die Welt verändern. Es werden die Menschen sein, die am meisten betroffen sind, die am meisten ausgeschlossen sind, denen es vielleicht noch nicht so gut geht, dass sie nur auf der Couch liegen, die sich bewegen, die nach Alternativen suchen und sich mit denen verbinden, die dafür sorgen, dass der Stuhl hier ein schönes Bild von Thomas Hager, für mich das Schönste, das drückt ja die Landflucht aus. Da saß mal ein Großvater, vielleicht der Vater, irgendeiner, der nicht mehr da ist. Das ist die Landwirtschaft Brasiliens ohne Menschen. Schöne Vergangenheit. Aber wir können ja was tun, dass die Menschen weiter da sind. Und das ist das zentrale Anliegen einer Universität, die alle Chancen hat, zukunftsfähig zu sein. Das hängt aber auch von uns ab, es zu vernetzen, es zu verstärken, es zu unterstützen. Deswegen bin ich da, weil ich glaube, dass dieses lokale Denken auch ein globales Handeln von uns zwingt. Wir können Themen wie Agrogentechnik nicht in einem Land angehen. Wir müssen das international begreifen. Und da sind es alles solche Themen. Ich fand es sehr gut, dass vor mir gesagt wurde, dass es in anderen Ländern Erfahrungen gibt, von denen man lernen kann. Das war auch ein Film. Und vielleicht ist das eine Erfahrung, die man sich merken soll. Zum ersten Mal, zum Schluss, was heißt das? Dieses Symbol. Dieses Symbol unserer Universität ist das Feuer. Aber das grüne Feuer. Das grüne Feuer hat mit Umwelt zu tun. Es ist in der jüdisch-christlichen Tradition immer üblich, von drei zu sprechen. Hier haben wir drei Einheiten. Das Feuer ist auf drei aufgeteilt. Einmal sind es die Professoren, die Studierenden und die Angestellten. Das ist die Universität. Wir beschäftigen uns mit Forschung, mit Lehre und mit Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft. Und wir sorgen dafür, dass Gerechtigkeit, Wissen und Kunst Werte sind, die es möglich machen, dass eine Universität es auch wert ist, den Namen zu verdienen. Vielen Dank.